Weg mit euch. So, aus dem Weg. Ich muss hier durch. Ich muss aber sagen, die Gegnerflut hier nimmt schon ein bisschen zu, ne? Vor allem mit recht lästigen Gegnern hier auch noch. Und wieder die Fackel. Hier kann ich jetzt dann aber durch. Und nochmal. Alles erleuchten. Ja, hier würde man spätestens gar nicht mehr ohne die Eisstiefel durchkommen. Was zur Hölle? Jetzt kommt mir sogar so eine Flammenwand entgegen. Ah. Renn doch nicht gegen die Wand. Ich habe mich gerade halb erschrocken. Ah, die kann man zerstören. Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, die bleiben so versteinert. Ein Elixier. Wir bekommen alles zurück. Und den heiligen Pokal. Ist nur die Frage, was ich damit machen kann. Oh oh. Okay, Zeit für einen Boss. Willkommen, Alan. Hast du den Mut, die Kraft des Wächters zu kontrollieren und den Dämonengott entgegenüberzutreten? Du musst getestet werden. Weiche meinen Schlägen schnell aus und benutze dein Schild, um meine Pulskanone abzuwehren. Dann finde eine Öffnung und greif mit deinem Schwungschlag an. Nun versuche, den Golem zu besiegen. Okay, ich versuche mein Glück. Oha. Okay. So, also. Wollte gerade sagen, das kann ich aber nicht sehr gut abblocken. Ich soll die Pulskanone auch abwehren, ne? Moment. So. Ah ja, okay. So funktioniert das. Aber seinen Schlägen kann ich tatsächlich nicht ausweichen. Jetzt setze ich aber mal die Spezialfähigkeit ein. Feuer frei. Na, so viel Schaden macht es jetzt nicht. Ich könnte da drüben noch die Truhe öffnen. Das ist bestimmt nur für Energie oder so. So, nochmal. Feuer frei. Das sieht wirklich nicht so viel ab. Egal, ich bin froh, dass ich den Magier bei mir habe. So kann ich wenigstens aus sicherer Entfernung treffen. So, schlag nur, du triffst mich eh nicht hier. Feuer frei. Wir schaffen ihn. Und nochmal, Magie. Treffer. Und du bist Geschichte. So, jetzt können wir ruhig rüber. Wir bekommen die Aura-Klingel. Bringt mir nur nichts mehr. Ah. Na, was kriegen wir jetzt Tolles? Gut gemacht, Alan. Benutze die Wächterklinge der Flamme, wenn du meine Kräfte brauchst. Der Wächterklinge des Wassers. Meine Kräfte der Wächterklinge des Wassers liegen in einem Tempel in einem Königreich von Panakeia. Und das des Windes ist im Imperium. Ich weiß nicht, wo die Wächterklinge der Erde liegt. Du müsst all die Wächterklingen zusammensammeln, um eine Chance gegen Alkaes zu haben. Alan, du musst diese Welt beschützen. Und warum feuerst du jetzt in jede Gegend? War es jetzt eine Machtdemonstration oder wolltest du einfach nur angeben? Aber ja, der Boss ist wirklich schon cool gemacht. Wächterklinge des Feuers erhalten. L und R Knöpfe rüstet's aus. Stärke gestiegen. Flammengott Schlitz gemeistert. B Knopf 2 MP. Feuerwächter schießt Energiewellen. Vitalität erhöht. Das war Siegesfeuerwerk. Das könnte auch Sinn ergeben, Max. Wow, das war toll.
Ich werde meine Untersuchungen der Legende weiterführen. Ich werde möglicherweise zu den Wissenschaftsruinen nahe des Imperiums gehen. Also dann. Ich glaube, es liegt an dir, die Welt zu retten, Alan. Bis später. Oh, jetzt habe ich den Magier nicht mehr bei mir. Naja, nicht schlimm. Das wäre jetzt wahrscheinlich Level Nummer 2 oder so. Irgendwie sieht das ein bisschen merkwürdig aus. Oh. Gordon. Ist das Imperium Panakea bereits gefallen? Nein, ist es noch nicht. Ihr Ritterkapitän Sirius scheint ein sehr kraftvoller Gegner zu sein. Es scheint schwer zu werden, ihre Verteidigung zu durchbrechen, selbst mit der Hilfe der 4 Generäle. Ich verstehe. Dann sollte ich zur Bergfestung nahe Panakea gehen. Ich werde unsere Armee führen und den letzten Gegner, der dem Imperium entgegensteht, vernichten und die Weltherrschaft an mich reißen. Hä? Wer bist du? Ein Monster? In der Tat bin ich das. Aber ich bin nicht hier, um mit euch zu kämpfen, Lord Gordon. Ich bin ein Verbündeter von allen, die Ambitionen haben. Mein Name ist Babylon. Kaiser. Ich bin hier, um euch auf eurer Eroberung der Welt zu helfen. Es ist ein sehr bewachter Tempel am Ende vom Königreich von Panakea. Entlang der Straße. Die Prinzessin von Panakea ist dort. Nun wäre die perfekte Zeit, sie als Gefangene zu nehmen. Ich verstehe. Wie interessant. Babylon, oder? Ich weiß nicht, warum ihr wünscht, uns zu helfen, aber Gordon, geht dorthin. Ja, Sir. Er sieht irgendwie fast aus wie eine Art Dracula-Verschnitt, der Gordon. So, jetzt sind wir in eine Stadt gelandet. Das ist ein schlechtes Omen. Das Licht des bösen Sternes wird Monster beschwören und Krieg heraufbeschwören. Du besitzt die Wächterklinge der Flamme, korrekt? Du musst die Techniken benutzen und dich auf die Hilfe deiner Verbündeten verlassen. Die verbündeten Wächter verlassen, um die Gegner um dich herum zu besiegen. Sei vorsichtig. Oh, okay, da habe ich meinen Wächter. Hallo, Kin. Na, machst du einen Angriff? Na? Okay, er postet nur. Schade. Ein schreckliches Monster ist im Tempel versiegelt. Nur die königliche Familie hat den Schlüssel zu den Tempeltüren. Aber es sollte irgendwo ein Duplikatschlüssel irgendwo in den Abwasserkanälen sein. Oh, das heißt, wir werden die Teenage Mutant Ninja Turtles auch antreffen. Yay! Dies ist der Tempel. Prinzessin Elixir ist hier, um die Zeremonie vorzubereiten. Okay. Ich habe Angst. Das Monster, das in den Tempel für das letzte Millennium versiegelt war, ist kurz davor, wiederbelebt zu werden. Die Prinzessin wird die Zeremonie beginnen, um das Siegel wieder neu zu machen. Aber wird es funktionieren? Na, hoffen wir es mal. Gordon, ein nobler Mann des Imperiums, ist ein ambitionierter Mann. Er versucht, das Imperium zu übernehmen. Und dein Kaiser selbst weiß es nicht. Okay. Die Prinzessin ist eine exzellente Priesterin. Ich bin sicher, ihr wird es möglich sein, das Siegel wieder aufzufrischen. Aber auch wenn sie scheitert und das Monster wiederbelebt wird, weiß ich, dass ihr gut gehen wird. Sirius, der Ketten der Ritter von Panakea, wird es zerstören. Das Imperium ist ausgesandt, um die Welt zu erobern. Ich frage mich, ob Panakea, das Königreich von Panakea in Ordnung sein wird.
Ja, ein bisschen erinnert es auch daran dran, ne Max? Da hast du schon recht. Aber Illusion of Time hat halt ein bisschen mehr, ich sag mal, Freiheiten. Das hier ist halt, wie schon gesagt, sehr linear. Dadurch, dass es ja auch schon in Leveln unterteilt ist. Oh oh. Na toll. Alles zerstört. Prinzessin Elixir ist in diesem Tempel. Ich werde denjenigen entlohnen, der sie mir bringt. Na toll. Ach, sieh an, Babylon. Lass uns auch zum Tempel gehen. Ihr schwebt einfach mal hin. Ihr geht nicht, ihr schwebt. Okay, dann sollen wir auch mal hingehen. Ja, die wurden einfach echt umgenietet. Der noble Mann des Imperiums, Gordon. Er ist in diesem Tempel. Prinzessin Elixir. Bitte rettet Elixir in den Raum mit den... mit der beschützenden Götterstatue. Erstmal da hinkommen, aber ihr lasst mich ja nicht durch. Oh doch, ich kann auch an euch vorbei. Na dann, treten wir ein. Na dann, stellen wir uns mal diesen Leuten hier entgegen. Die sind aber schon etwas geschickter, weil die weichen schon aus, die Gegner hier. Oha. Statuen sind auch schon lebendig geworden. Und widerstandsfähig. Ich konnte leider nur dran vorbei. Also drüber trampeln bringt bei denen leider nichts. Ach ja, hier ist verschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Auch hier werde ich auch noch zum Leben erwachen. Ach man, warum sind hier so viele Gargoyles? Gibt's doch nicht. Die waren vorher aber wahrscheinlich noch nicht da in dieser Festung, oder? In diesem Schloss hier. Da ist auch ein Schloss. Jetzt kommen wir wahrscheinlich in so eine Art The Legend of Zelda Dungeon hier. Wenn wir hier schon Schlüssel brauchen. Ah. Okay, wer von euch hat den Schlüssel? Gebt ihn mir. Ein Herz, noch ein Herz. Sehr viele Herzen. Die Frage ist nur, wo sind die Schlüssel? Bisher habe ich noch keinen gesehen, der einen irgendwie fallen lassen hat. Achso, wahrscheinlich. Ah. Du bist also hier, um die Prinzessin zu retten. Dann nimm diesen Schlüssel. Ich sag's ja. Abwasserkanal-Schlüssel haben wir bekommen. Dort sind unsichtbare Monster in den Abwasserkanälen. Dein Schwert wird durchgehen, ohne sie zu verletzen. Wenn du die Kristallaugen hast, wird es dir möglich sein, sie zu sehen. Jedoch kannst du sie nicht besiegen, ohne die Kraft des legendären Wächters. Auch das noch. Aber zumindest kann ich jetzt die Türen öffnen. Ah, Mist. Dann machen wir das doch erstmal. Geht mir aus dem Weg. Lasst mich durch. Der Schlüssel passt nicht. Gut, dann bin ich hier falsch. So, wie sieht's hier oben aus? Geht wahrscheinlich auch nicht. Doch, hier geht's in den Abwasserkanal, okay. Oha. Das Wasser sieht aber auch schon ziemlich cool aus. Also die Strömung hier hat irgendwie was. So, welche Monster hier sind unsichtbar? Okay, die kann ich nicht besiegen, alles klar. Ah, Mann, lass mich... bitte in Ruhe, ich wollte noch ein paar Tage leben. Hier ist eine Truhe. Elixier, ja gut, dann habe ich wenigstens wieder alles aufgefüllt, sehr schön. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall nach diesen Kristallaugen Ausschau halten. Hier kann ich nicht... ah doch, ich könnte da rein. Aber erstmal die rote Medizin mitnehmen, die mir jetzt gerade auch nicht viel bringt.
Weil ich bin ja durch das Elixier schon komplett aufgefrischt. Eieiei. Na gut, lassen wir uns einfach mal von der Strömung treiben. Gucken, wo ich lande. Okay, ich bin einmal im Kreis geschwommen. Das hat mir also nichts gebracht. Ja, das hätte ich mir ja auch sparen können. Ah, Mist. Na, von hinten ist scheiße. So, wie sieht's hier drüben aus? Ja, definitiv, Max. Die haben das hier in diesem Spiel echt schon gut gelöst. Auch wenn es halt dadurch halt ein weniger umfangreiches Action-Adventure ist und sehr linear, aber es ist trotzdem cool gemacht. Das habe ich auch gerade festgestellt, Sapsi. Noch kurz bevor du diesen Kommentar geschrieben hast, beziehungsweise bevor er durchgekommen ist. Nachdem man auf den Schalter getreten ist, hörst du das Geräusch von fließendem Wasser, gefolgt von einer Stille. Hier kann ich nicht runter. Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre eine Tür. Okay, merkwürdiges Design an der Stelle, aber... Naja, das Wasser ist komplett weg. Jetzt muss ich also diese Plattform hier benutzen. Weil dann kann ich problemlos hier durchgehen jetzt eigentlich. Mehr. Oh, Herzen. Nimm das. Na komm, noch mal raus. So. Ja, aber nach ein paar Schlägen zieht sich das Vieh auch zurück. Scheiß Pflanze. Vor allem so viele, wie hier auch noch sind. Okay, ich ignoriere die jetzt. Scheiß auf die Erfahrungspunkte dieser Pflanzen. Wobei ich mal gucken müsste, wie viel geben die überhaupt. Na, komm doch mal hoch. Hm, sind schon ein paar. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier entlang. Ah, da ist eines dieser Geister. Ja, selbst in Abwasserkanälen. Das finde ich aber nicht sehr geil. Dämliches Unkraut. Vergehe. Okay, aus irgendeinem Grund kann ich die Pflanze jetzt hier nicht treffen. Aua. Jetzt aber. Ein Elixier. Gut, aber wie komme ich da drüben jetzt hin? Das ist ja wahrscheinlich, wenn ich den Weg hier folge, ne? Na toll, der lässt sich nie mal erwischen. Das ist auch blöd, wenn diese Dinger hier sind, obwohl keine Gegner auch doch im Weg sind. Ah, Mist. Okay. So, da haben wir die Tür. Hier haben wir noch mehr Pflanzen. Soll ich durch die Tür erst gehen oder erst hier rum? Ich schaue mich hier erst um. Ich glaube, hier geht's... Nee, hier ist noch eine Tür. Okay, ich bin gerade leicht verwirrt. Welcher Weg jetzt schlauer wäre. Ah ja, da geht's zu der Truhe. Soll ich lebensmüde sein und da durchflitzen? Meint ihr, das bringt was? Fernhalten kann ich die nicht. Ich versuch's einfach mal. Ah! Vielleicht ist dort ja... Nein, blaue Medizin. Und ein Trank. Ich gehe nochmal zurück. Was könnte gut sein? Geh weg, scheiße. Dass irgendwo das Kristallauge hier noch drinne sein muss. Ach Mist. Dieses Kristallauge brauche ich ja, um die überhaupt erst besiegen zu können. Ah ja. Rote Medizin. Und die Kristallaugen. Ja, jetzt können wir unsichtbare Gegner sehen. Sehr schön. Ja, jetzt blinken sie nicht mehr auf. Aber ich kann sie halt noch nicht besiegen, weil ich den Wächter noch nicht habe. Da war ja was.
Zumindest blinken sie jetzt nicht mehr so blöd. Gut, jetzt muss ich nur noch an dir vorbei. Okay, jetzt kreist du so rum. Ah! Merkwürdiges Vieh. So, okay, Geronimo. Einfach durch. Geh weg. Sehr schön. So, komm her. Er will noch mal, wer hat noch nicht? Ah, du hast noch nicht, okay. Lassen wir uns durchfließen. Okay, das war vielleicht ein bisschen dumm. Gut, die kann ich ja wenigstens besiegen. Ne, da wollte ich noch nicht lang. Ich wollte erstmal noch hier drüben hin. Na, das Wasser ist schon wieder weg. Okay. Nein, bleib weg. Den Stein der Weisen, okay. Selbst den gibt es hier. Aber damit kann ich so besiegen mit diesen Turbofeldern. Okay. Das war dumm. Jetzt muss ich etwas vorsichtiger wieder sein, sonst bin ich gleich platt. Komm her. So, dann gehe ich nochmal zurück. Weil da drüben habe ich ja noch die Treppen, die ich eben nicht gehen konnte. Okay, an dir komme ich hoffentlich noch vorbei. Lebend. Scheiße, er kommt näher. Nein! Egal. Gut, ich habe aber Giga bekommen. Ich habe aber gerade keinen Partner. So, schnell durch. Nein! Mich hat's erwischt. Okay, ich wurde einmal wieder belebt. Langer Trank, ja toll. Oder großer Trank, besser gesagt. Na gut, dann muss ich jetzt hier lang. Dann hätte ich mir das eigentlich auch sparen können.